Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Panfu, aka 100 Abonnenten Special. Wir werden heute weitermachen im Flugzeug, nicht wahr, Nico? Genau. Ja. Ich bin gerade in Sanfan Panfu oder so. Ja, cool. Guck mir gerade die Animal Crossing New Leaf für den 3DS an. Ich muss auf das Schloss drücken und ich will, dass du das Rätsel auch machst. Nicht, so, ich komme jetzt zum Flugzeug. Wie im letzten Part verkacke. Das wäre ziemlich doof. Yeah. Also, ja, eine kleine Schildkröte so, ist auf der Flug. Ich bin da mit einem fetten Tauchanzug. Bones. Als sie noch ein Baby war, verriet ihre Mutter, wie man den Verfolger am besten loswerden kann. Sie darf nie umdrehen oder zurückgehen. Und jedes Mal, wenn sie an eine Kreuzung kommt, muss sie links oder rechts abbiegen. Aber auf keinen Fall geradeaus gehen. Die Schildkröte will an einen Strand. Denn dort kann sie sich... Was? Kann sie sich ins Wasser retten. Wenn sie den Rat ihrer Mutter verfolgt... Welchen Strand wird sie niemals erreichen? Also, sie muss... So, ich würde sagen, du darfst da nicht so oft, A, du darfst das wäre am nächsten Tag. Geh durch. Also, ich probiere mal A. Okay, ich geh jetzt mal hin. Also... Ja, ich fahre nur mit dem Maus hin, ich drücke ja nicht drauf. Also, ja... Warte, sie darf ja nur... Sie da, muss immer rechts oder links abbiegen, oder? Also A geht. Meiner Meinung nach. Ja. Also A muss sie rechts und dann nochmal rechts. Ja. B also muss B, sie... B geht meiner Meinung nach auch. Oh, warte. Links, rechts... Also sie fährt geradeaus, dann fährt sie links, dann fährt sie rechts oder läuft... Dann läuft sie wieder rechts, dann links... Rechts. Schildkröten fahren nicht. Na, okay, B geht auch. Dann C. Links. Rechts. Zack, 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 zack. Geht auch. Dann D. Links. What the fuck? Die Geräusche im Hintergrund. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, ja. Links, rechts, links, rechts. Geht meiner Meinung nach auch. Mach du mal weiter. Ich habe jetzt A, B, C, D. Bei welchem? Okay, dann gucken wir mal weiter zu I. Geradeaus hier. Und dann sind wir hier. Dann zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Wie geht aber auch. Aber? Also ich krieg bisher alle hin. Also ich glaube irgendwas also, FG. Irgendwas von den beiden geht. Zack. Also ich darf ja halt nie geradeaus. Also F kriege ich jetzt das erste Mal nicht hin. Ich probiere mal noch G hier. Und zwar... Zack, 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 zack. Ich glaube, es ist F. Drück du mal auf F, bitte. Okay. Kluges Panda-Köpfchen, du hast das Rätsel gelöst. Ja, F ist es. Ja, was ist los, Nico? Ja, ich habe nämlich... Auch und es passt. So. Ja, F habe ich auch gedacht. Echt? Ja. Du hast beide Käfige im Flugzeug, yeah, die Poco aber Pets die armen Pokémon sind völlig verängstigt und weigern sich, aus ihren Käfigen herauszukommen. Sprich mit Eloise im Flugzeug. Gut gemacht. Aber warum hüpfen die Poco Pets aus ihren Käfigen? Ich glaube, sie sind total eingeschüchtert. Wie so Chili Crossies. Aber ich weiß, wie du ihr Vertrauen gewinnen kannst. Mit Chili Crossies. Pokopets lieben scharfe Chili Crossies. Okay, ein Koch. Den gibt es bestimmt in Sanfan Panfu im Restaurant, oder? Bitte, ob er welche machen kann.
Ja, genau. Ich bin schon bei ihm, ich rede gleich mal mit ihm. Bei Cheese Bruno, oder wie der Typ heißt. Hallo, Lust auf eine Portion fettfreie Pommes mit selbstgemachtem Ketchup? Nicht? Wonach ist dir denn? Ja, da stehe ich voll drauf. Was? Chili Crossis? Du stehst wohl auf scharfes Essen, was? Oh, die sind gar nicht. Nun ja, ich kann welche machen. Aber dafür brauche ich super scharfe Chilis von der Chilipflanze. Die Chilipflanze wächst nur dort, die wo braucht heiße Lava als Döner. Ich weiß nicht, wie weit du sie bist, aber ich hoffe, ich spoilere dich hier nicht. So hot ist sie. Bitte ja, bring mir ein paar super scharfe Chilis. Ich bin auch gerade fertig. Ja, würde ich mal sagen. Ja, ich denke, wo ist es sonst heiß? Vulkan? Neuer Gegenstand, Chilipflanze. Der. Yay. Und wieder zurück. Es ist ja, so episch. Felix, ich hab's ja geahnt. Die Chili-Pflanze ist noch zu jung. Sie trägt noch keine Früchte. Ohne Chilis gibt's keine Crossis. Es sei denn, ich habe eine brillante Idee. Professor Bookworms Zeitmaschine. Darin könnte die Chili-Pflanze bestimmt turboschnell wachsen und reife Früchte bekommen. Mann, bin ich clever. Geh doch mit der Chili-Pflanze zu Bookworm und frag so, ihn, der Typ ist im Dschungel, Bockwurm-Typ. Ja, hart. Die Daumen, dass es klappt. Der ist ziemlich hässlich. Ja. Ja. In dem Laborteil da. Oh, ich habe übrigens einen Brief bekommen. Den habe ich hier voll ignoriert. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich Nein gedrückt. Ja, du bist. Ich habe schon zwei Professor bekommen. Bockwurm. Ich habe einmal Ja gedrückt. Sei gegrüßt, junger Panda. Was führt dich zu? Wow. Ach so. Aha, das ist ja interessant. Nun, du willst also, dass ich den Wachstumsprozess der Chili-Pflanze beschleunige. Hier. Wie du weißt, ist meine Zeitmaschine manchmal unberechenbar. Ich kann für nichts garantieren. Aber ich werde es natürlich versuchen. Komm morgen wieder, lieber Alter, Panda. Typ kann mich mal. Wir sollen dann da morgen wieder kommen. Ah, hier kann man sich übrigens klein machen in der Zeitmaschine. Das haben wir voll vergessen, euch als Goldpanda zu zeigen. Aber ihr werdet bestimmt noch ein paar kleine Leute rumlaufen sehen. Da ist man halt klein und süß. Ja, yeah, was ist Magik Matze? Ja, magisches Labyrinth. Genau. Ich spiele das mal. Levelauswahl. Mein Gott. Okay, mach das. Das kenne ich aber irgendwoher. Ich guck mal zum Level Booster. Ja, das muss dahin. Dann kann ich das nehmen. Ich bin mal eben weg, solange du das spielst. Die Musik ist geil. Yeah, weiter. Okay, ich glaube, das Spiel soll auch jetzt hier in den ersten Level noch nicht wirklich schwer sein, nehme ich mal an, weil das ist es nicht. Drehen kann ich die Teile nicht, oder? Hm. Ja, dann machen die so. Und so. Und so. Nee, das ist doof. Ja, so, das passt besser. Was soll das hier? So, da könnte ich wieder eins löschen, glaube ich. Okay. Mache ich jetzt hier nur, weil es gerade. Ich nicht weiß, wie es sonst weitergehen soll hier. Also, ich könnte das hier auf jeden Fall mal nehmen. So. Hä? Ich bin back. Wo bist denn du? Klack, klack, klack. Ich hab hier einen kleinen Panda. Ach, fuck. Das habe ich jetzt voll übersehen. Hallo, du hörst mich doch, oder? Ja, ich bin bei dem coolen Spiel spielen. Ich beende aber nach der Runde, glaube ich. Menü. Ja.
Ja, 50 so, Minuten gespielt. Wie cool. Und dann mache ich, glaube ich, noch den Beastmaster. Bisschen coole Chefin. Wow. Wo links unten? Links unten ist so ein kleines Mädchen irgendwie. Ach da. Also neben der Chatleiste und so, ich drück da mal drauf. Der Bürgermeister. In der Stadt wird genau nach macht man den das? Besten Bürgermeisterkandidaten gesucht. Lol, wollen wir da mitmachen? Für mich hin. Ja, keine Ahnung, da müsste ich jetzt bin ich in der Stadt gehen. Aber ich warte eben noch auf dich. Also beziehungsweise es lädt noch. Jetzt, da. Da steht so, ja, Melinda. Soll ich die ansprechen? Oh, die ist von Animal Crossing. Ja, ich spreche ja. Die auch gleich an, sobald ich da bin. Ich warte mal auf dich, weil die redet nicht. Das heißt, wir müssen synchronisieren, deshalb warte ich mal auf dich. Oh. Ja, ich würde sagen, du. Ach, das ist so ein Hund. Ja, okay. Ja, ja. Wer liest vor? Okay. Einen. Bist du bereit? Okay, gut. Einen wunderschönen guten Tag. Ich komme im Auftrag von New Leaf Verwaltung. Ja, hier schön Werbung machen. Wir sind auf der Suche nach einem neuen Bürgermeister für unsere Stadt. Vielleicht suchen wir dich. Ich mache jetzt eine Befragung, um herauszufinden, ob du das Zeug zum Bürgermeister hast. Okay. Aber zuerst solltest du dir unbedingt das Video in San Fran Panfu anschauen. Animal Crossing. So, los geht's. Wie heißt die Welt, aus der ich stamme? Ja. Das weiß ich noch nicht mehr. Also ich denke, es war ein Hund, aber... der Leiter unserer Gärtnerei. Echt? Ach okay. Du Kacke. Ein Faultier. Nee, ein Faultier. So, ich glaube, das nächste weiß ich. Wie heißt die Boutique, die von unserer Giraffe Grazia begleitet wird? Das ist Grazias Grazie oder so ähnlich. Das weiß ich aus Animal Crossing Let's Go to the City. Wow. Da beamt sich jemand. Wie heißt Club die Diskothek ist von glaube ich nicht. Keine Ahnung. Club Kalauer, Club Grinz. Probiert. B ist es? Okay. Nein. B ist es. Ja. Im Weißen Haus natürlich. Nee, Rathaus, oder? Oh, also das nächste. Also ich kenne mich mit Animal Crossing nicht so aus. Nico ist da ein bisschen bewandelter. Ja, ich glaube, das weiß man auch. Ja, ich weiß, aber viele Sachen weiß man nur durch Animal Crossing. Ja, ich glaube, das weiß man auch, ohne Animal Crossing gespielt zu haben. Da. Warum ist das bei dir? Ich glaube, den Text ist, der ist bei mir jetzt anders. Ich bin schwer beeindruckt. Habaluk. Oder was spielt, ich ernenne dich hiermit zum offiziellen Kandidaten für den Bürgermeisterposten in New Leaf. Ja, hier dann ist steht eine nominierte Plakette. Trage sie mit erhobenem Haupt. Ich werde jetzt meine Ergebnisse auswerten. Das wird ein paar Tage dauern. Habe ein bisschen Geduld, Habaluk. Du erhältst einen neuen Gegenstand. Eine hässliche Bürgermeisterplakette. Ja, mach ich. Yay, wie geil. Gleich mal anziehen. Ja, yeah, die kann ich da oben hin machen. Ist das hässlich. Oh mein Gott. Sowas hat Stil. Oh, ich habe wieder Post. So, haben wir noch Fipsi irgendwas angefangen? Ich möchte gerne dein Freund sein. Ja, natürlich, Fipsi. Wow, Grafik ganz. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube... Ja, doch, aber das, ach so, doch, vielleicht können wir da ja weitermachen. Wir können ja mal gucken. Haben wir nicht irgendwie das mit dem Einhorn gemacht? Also reiten werde ich es nicht können, weil ich bin ja nicht mehr Goldpanda. Aber vielleicht bekomme ich das ja im Laufe des Let's Plays nochmal irgendwann geschenkt. Ja, gehen wir mal What the fuck? Zum Ponyhof, oder? Was ist hier los? Oh, da habe ich einen Post bekommen. Was? Wo bist du? Bei mir ist da gar nichts los. Naja, ich kann nicht hin. Ich bin jetzt im Ponystall da. Jetzt konnte ich rein. Hä, aber du bist nicht da. Wieso nicht? Bist du bei Mr. Horsey oder bei dem anderen Typi? Ja, ich bin gerade okay, raus. Ich weiß nicht, zu welchem wir müssen. Ah, jetzt ist auch alles wieder gut hier. Ich bin bei dem anderen Typi, glaube ich.
Ja, der mir spackt. Der war so bekifft, in der Scheune rumtanzt, wenn du mit der Maus auf ihn drauf fährst. Ich geh nochmal zum Ponyhof. Bei mir kommt gerade keine Musik und... Ja, nee, aber ich kann auch nicht in den Ponystall-Dings rein. Ja, aber ich glaube, das kommt beim Ponyhof eh. Ich guck mal kurz, wie das läuft und bin dann gleich wieder für euch da. So, da sind wir wieder. Und jetzt sprechen wir mit dem Typen. So. Du genau. Bist jetzt bereit, junger Reiter. Geh in den unheimlichen Wald und sattle das Einhorn. Ich drücke dir die Daumen. Du musst dem Einhorn mit Liebe begegnen. Du musst dem Einhorn mit Liebe. Gegenstand erhalten. Ein hässlicher bunter Sattel. Ein Fantasy Saddle. Ja, ich hoffe, ich kann da reiten. Ja, dann auf zum Einhorn. Oh, ich bin ja übrigens Level 8. Okay, das Viech hat Angst vor mir. Warum das Einhorn... Was? Ein halbes Level noch, dann bin ich. Gesamt? Es braucht nur ein bisschen Liebe. Zeig ihm... mit einem Herz-Smiley, wie sehr du es magst. Wirklich? Was? Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, dir das Vertrauen vom Einhorn zu erarbeiten. Wenn du kein Goldpanda bist, wirst du den Sattel 5 Tage lang benutzen können. Ja, immerhin, das haben sie ja ganz gut gemacht. Meine Sachen. Geil. So. Yeah. Bei mir reitest du. Jetzt sind wir voll berittene Einhornfuzis. Yeah, Alter. Yeah. Und ein Hase. neben dir läuft ein Hase. Pony. Lol. Also Panzer ist Hase nicht hin? Ganz bugfrei. Was ist, wenn weg. Ich auf dem... Ach, Aktion kann ich jetzt keine machen, oder was? Nein. Außerdem kommt auch das Reitgeräusch, wenn ich gar nicht reite. Epic Fail. Gibt es sonst noch was, was wir tun können? Ja, bei mir auch. Ich meine fast nicht, oder? Alter, wie kann ich wieder absteigen? Ah! Ich will absteigen! Nö. Ah, warte. Warte, ich glaube, man muss auf sich selber draufdrücken und dann den Sattel wegmachen. Wie kann man von dem Pferd runter? Also, ja, genau, jetzt reite ich trotzdem. Nee. Warte mal. Alter, warum haben wir die gleiche Idee? Wir werden dann für immer reiten. Jetzt spiel ich Fußball. Ich geh mal zum Sportplatz. Ja, ich auch. Ich reite bei dir auch, oder? Yeah. Ich kann den Ball ich reite ich kann immer den noch. Nein. Also du reitest bei mir auch, aber ich reite auch. Ja, pfeif doch. Yeah. Ja, bei mir ja, nicht. Ich habe ein Eigentor geschossen. Fuck. Scheiße. Nein! Stimmt, Einhorn-Polo. Wie sich der Ball dreht, aber nicht von der Stelle geht. Ich spiele ein Polo. Ja. Ah! Los, hinterher! Guck, jetzt rennt der Typ her und klaut sich den die Ball. Die Musik ist so geil in der Sporthalle. Auch wenn ich nicht blicke, was das mit der Bombe jetzt eigentlich soll. Black Imperi. Aber die Bombe kommt nicht raus. Nö, keine Ahnung. Da kommt zwar immer der Nippel aus dem Boden, wo eigentlich die Kanone da... ja. Hey. Black. Ich reite. Oh, du bist gemein. Ach, jetzt kann man auch ohne das mit so... Lasagnenpolo. Oder was? Ich frage ihn das nur in einer bestimmten Mission. Ja. What the fuck? Im Dschungel? Das ist der Wasserfall. Ach so, ja, stimmt. Wo? Wieso sitzt da eine Eule? Im Dschungel. Wissenshungrige Schulmeister-Pandas, aufgepasst!
In der Unterwasserschule wartet Freddy, der Vampir, mit frischem Wissensfutter auf euch. Oh, geht hin und zapft sein Brainboot an. Alter, diese geile Jugendsprache. Konnte man nicht mal so Informationspanda irgendwie machen? Achso, da. Sein Brainboot. Ja, okay. Hä, bekam man das nicht mehr? Doch. Naja, ich nicht. Keine Ahnung. Ah doch, habe ich. Ich sehe mich nicht. Okay, aber ich würde mal sagen, wir beenden den Part an der Stelle und sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.